Dann sind sie es auch nicht. Und bei der Gelegenheit zeige ich dir gleich einmal die schönste Seite des Abenteurerlebens. Den Diebstahl. Du kannst in einem Kampf den Gegner nicht nur angreifen, sondern auch bestehlen. Das habe ich noch nie gemacht. Dazu wendet man statt Attacke einfach die Fähigkeit Diebstahl an. Und was immer der Gegner Wertvolles bei sich trug, war denn die Scheiß Schluck auf hier. War denn in die eigenen Taschen, sofern der Raubzug glückt. Also beobachte wieder gut, was ich tue, Bursche. Ja, erstmal hier greife ich hier an, krieg wahrscheinlich. Ja, jetzt kriege ich wahrscheinlich wieder einen unglaublich wertvollen Stachel. Der Fischzug scheitert. Vielleicht scheitere ich auch, ja. Und lass mir ordentlich einen auf die Schnauze hauen von diesen. Ach komm! Dafür musst du jetzt sterben. Er lebt da noch. Diebstahl! Aha. Yeah, ich habe einen Stachel gestohlen. Noch eine! Yeah, jetzt bin ich's. Nö. Ich kann noch nichts anderes. Kommt erst noch. Das kommt definitiv noch, ja. Sieg bei den Göttern. Boah, ich habe einen Stachel gefunden. Wozu klaue ich die dann, wenn ich sie eh finde? Wozu? Das ist. Ach. Wahrscheinlich sind die Stacheln wirklich wertvoller, statt sie jetzt klauen, schlage ich die Gegner einfach nur tot und dann fehlen mir die 2 Milliarden, die ich dann für die Stacheln kriege irgendwann, dann könnte ich kotzen. Egal. Und gleich der nächste Kampf. Ja, und ich werde alle Kämpfe zeigen übrigens, so nebenbei bemerkt. Ich werde auch gegen alles kämpfen, was mir irgendwie über den Weg läuft. Außer es ist größer und stärker und mächtiger als ich. Ey, was soll denn der Mist? Ich bin hier der, der euch totschlägt. Wobei, also ich hoffe, dass es wieder wie bei Reise ins All keine Zufallskämpfe kommen geben wird. Also wo man hier irgendwie über die Weltmap läuft und dann ständig 2 Schritte geht und dann kommen ständig irgendwelche scheiß Gegner. So wie in einem gewissen anderen Spiel, das ich jetzt aus Anonymitätsgründen mal nicht nennen werde. Es fängt auf jeden Fall mit einem F an. Egal. Das wären alle. Und die paar Stacheln sollen den Aufwand gelohnt haben? Jungchen, du glaubst nicht, wie mir die Händler dieses Zeug aus den Händen reißen werden. Und es soll näher geben, die für dieses begehrte Nadelmaterial richtig tief in die Tasche greifen. Aber von den Feinheiten des Marktgeschehens erzähle ich dir ein andermal. Erst musst du lernen, überhaupt einmal Beute zu machen, bevor du dann denken kannst, sie zu verkaufen. Also weiter. Man merkt, wie alt ich. Ja, das war früher noch, da musste man Ware noch besitzen, bevor man es verkaufen kann. Heute ist das ja ein bisschen anders, da kann man auch mal was verkaufen, was auch nicht hat. Der Beutel hält einen Heiltrank. Jawohl, nehme ich mit. Wir hacken natürlich wieder alles klein, um zu schauen, ob vielleicht doch noch irgendwo eine Goldmünze versteckt ist. Oder was passiert überhaupt, wenn ich wieder dann auflaufe? Halt! Hier geht's zu den Schätzen. So, ja, nö. Er will nicht. Also runter. Das also hat die Grabschaufel in helle Aufregung versetzt. Ein Panzerrücken hat ihr Nest besetzt. Der wirkt wie eine wandernde Festung. Der wirkt nicht nur so. Eine Klingenwaffe richtet gegen seinen Schuppen kaum etwas aus. Stell dich immer auf deinen Gegner ein, wenn du auf schnellen Sieg aus bist. Für einen Panzerrücken nehme ich lieber meine Wuchtwaffe zur Hand. Und was ist, wenn ich mich einmal bei der Waffenwahl verschätze? Dann wärst du eine Schande der gesamten Abenteurerschaft und solltest niemals jemandem davon erzählen. Außerdem lässt sie eine Waffe notfalls auch noch im Kampf wechseln. Falls du mehrere hast, nimmst du immer den entsprechenden Waffentyp mit der größten Schadenswirkung zur Hand. Oh, sowieso. Muss man als Abenteurer eigentlich jedes Monster zur Strecke bringen, das einem über den Weg läuft? Nur wenn es schwächer ist, Jungchen. Nur wenn es schwächer ist. Und nun gib acht. Ja, komm, ich kill jetzt erstmal den da. Also ich schlage ja prinzipiell alles in Rollenspielen erstmal tot, ne? Kleines Kind, tot, ne? Böser schwarzer Ritter, tot, ne? Unbesiegbarer Dämon, tot und so, ne? Ja, ja, was kriegen wir denn? 90 Erfahrungspunkte. Erfahrungspunkte sind immer gut, kriegt man irgendwann Level. Und bevor wir den jetzt totschlagen, schlagen wir noch ein paar Büsche tot. Dann kriege ich da keine Erfahrungspunkte. Das sind doch auch Gegner in manchen Spielen. Und einen starken Heiltrank. Das wäre ein guter Moment, um mal wieder zu speichern.
Was passiert, wenn ich hier reingehe? Nee, na, das wäre doch das erste Mal, dass ich in meinem Leben, dass ich in meinem Rücken noch etwas am Leben lasse. Hm, aber jetzt, wenn ich mit dem Rücken zur Höhle stehe und in der nächsten Höhle ist denn der Gegner, oh, ich hätte vielleicht vorher die Waffe wechseln sollen. Also Wucht war das jetzt, hat er gesagt. Scheiße, ich sollte mir das vielleicht merken. Blödsinn. Schlag nur einfach mal drauf. 10. Schau noch mal, was jetzt passiert. Ey, hörst du auf? Ich erkenne keinen Unterschied. Eine Panzerplatte! Klingt schon mal gut. Also alles, was irgendwie Panzer hat. Klingt gut, Panzer ist immer gut. Ja, verteidige dich. Manchmal ist so graue Augen hier. So sehe ich auch immer aus, wenn ich zu lang DSL habe. Zu lang am Rechner sitze. Ich meine, wenn ich gerade ein gutes Buch gelesen habe. Ja, genau. Liebe Leute, lest öfters mein Buch. Warum verteile ich die sich dauernd? Damit dieser Kampf nicht so schwer wird, du Idiot. Wusch. Oh, scheiße. Gut, jetzt ist es passiert. Ein Feind war dumm genug, Giesel... Achso, das ist Erzählung. Jetzt ist es passiert. Ein Feind war dumm genug, Gisolf zu stark zuzusetzen. Sobald Gisolf unter 25% seiner AP fällt, packt ihn die Wut. Sie verleiht seinen normalen Angriffsschlägen eine versagerhafte, endzeitliche Kraft. Ja, dann legen wir... Wow! Cool. Oh, ich hab noch eine Panzerplatte bekommen. Ha! So langsam fühle ich mich lebendig! Wieso setzt du eigentlich nie Spezialattacken ein, Gisolf? Ich denke, ich habe von Abenteurern gehört, die so etwas... Was kümmern dich diese Amateure, die nur mit lächerlichen Tricks agieren? Ich wäre so gern bei einem wirklich erfahrenen Abenteuer in die Lehre gegangen, aber die sind teuer. Komm jetzt weiter! Was will er denn? Ich habe den doch astrein geplättet hier mit meinem Über-Special-Move hier. Speichern, wir haben ein neues Level. Meine Geduld ist nicht sehr ausgeprägt. Ja, ja, ich merk schon. Aber gleich hörst du, dass das Warten lohnte. Das sagen sie immer. Trödel nicht, komm lieber her. Hier gibt es was zu gaffen. Wasserfall. Bonacqualf. Nett. Und wo ist jetzt das Gold? Nett? Blöder Bengel. Da zeigt man dir ein Wunder der Natur und du denkst nur ans Gold. Entschuldigung, ich wollte nicht. Das war nur ein Test, Jungchen. Du hast genau richtig reagiert. Echte Abenteurer vergessen nie das Gold. Du bist aus dem richtigen Holz geschnitzt. Ich wusste das gleich, als ich dich in die Lehre nahm. Aber dass du mir jetzt bloß nicht übermütig wirst. Kleiner, gib weiter auf deinen Lehrmeister Acht. Das leuchtet... Ich bin Abenteurer, kein verhutzeltes Kräuterweib. Darum sollen sie anders sich scheren. Scheren, ja, gut. Oh, scheren, ne? Man kann es mit der Schere abschneiden, kapiert? Scheren, scheren, abschneiden. Epischer Witz, okay. 10 Goldmünzen, yeah. Ich bin reich, Baby. Ich kaufe ein Auto und ein Haus. Geil. Ah. Was war denn das? Etwas Besonderes, Junge! Und ein echter Abenteurer soll etwas Nützliches stets erkennen! Dieses Geweihtbrunnen trifft man an allen vielen Orten... Trifft man an... Dieses Geweihtbrunnen trifft man an all... Boah, es ist... Der Satz macht jetzt Schwierigkeiten. Diese Geweihtbrunnen trifft man an vielen Orten! Ein Schluck und alle Schwächen fällt von dir ab! Und alle Schwächen... Auch meine Lesesprechschwäche... Wahrscheinlich gibt es eine sehr gelehrte Geschichte, woher diese Brunnen stammen. Na, Hauptsache, sie sind da. Du sagst es. Achte einfach nur auf das Symbol des Tränentropfens. Nur die geweihten Brunnen tragen es. Ein geweihter Brunnen. Niemand weiß, wer ihn errichtet. Völlig uninteressant hier. Komm mal hier. Guck
Komm mal her, du. Ihr. Ihr seid ja zwei. Hä? Habe ich immer noch diese Zornattacke oder so am Laufen? Soll die dieser Höhle etwa? Nein, das sind doch nur Ammenmärchen. Was soll das sein? Kopf. In your face, baby. Das ist eine Falle, nicht? Alter, ich muss erstmal auf Fragezeichen klicken, wenn grün ist. Habe ich da was Passendes zur Hand? Das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Was? Was ist? Hä? Was habe ich falsch gemacht? Ach so, ich muss jetzt einen von denen umlegen. Okay. Daneben so. Oh, Mensch. Ah, 100 EP. Oh, oh. Was? Die Büsche muss ich wieder kaputt machen? Ist das Geld wieder da? Nein. Verdammt. Das wäre jetzt zu cool gewesen. Cool ist wieder da, Baby. Kose dir nochmal. Nein, der Bug. Weißt du, warum hat er eben dreimal angegriffen? Ich meine, ich war doch schon geheilt. Oder zählt es erst so im nächsten Kampf? Oh Gott, es dauert wieder zwei Wochen, bis der tot ist. Oh, weil der so ewig viel aushält. Vielleicht soll ich doch wieder die Waffe wechseln, aber das hat auch nicht viel mehr gebracht, oder? Egal, ich finde das System schon mal ganz gut gemacht. Wusch! Wusch! Jetzt macht das irgendwie mehr Schaden. Keine Ahnung, warum das vorhin so wenig gemacht hat. Keine Ahnung. Egal. Nimm die Keule und schlag einfach drauf. So verhält sich ein echter Mann. Versucht das besser nicht bei eurer Freundin. Das könnte nach hinten losgehen. Wenn ihr das Nudelholz holt, ist Feierabend. Sieg bei den Göttern. Und noch eine... Oh, ich habe vergessen, ihn zu beklauen. Verdammt. Wieso sagt mir das wieder niemand? Mensch, ey, was hab ich nur für Abonnenten und Zuschauer? Niemand sagt mir hier irgendwas. Und da ist doch nichts drin, der versteckt. Hab ich. Ein Berg voller Kohlen. Gold. Glitzerdingsbums. Bist du da hinten angewachsen? Komm her, Junge! Was für ein Schatz! Wir sind reich! Reich! Wir? Als Lehrling wird es dir Lohn genug sein, von meiner Erfahrung kosten zu dürfen. Du willst also alles für dich alleine behalten? Ich will nicht, ich werde. Oder möchtest du meine Rechte anzweifeln? Natürlich nicht. Gut, und nun lass dir vom Goldglanz nicht komplett das Hirn verblenden. Wir haben erst die Hälfte geschafft. Wieso? Es ist doch nur auch ein Gitter, das uns vom Gold trennt. Von meinem Gold. Aber wir müssen auch wieder durch die Höhle zurück. Inzwischen werden sie in unserem Rücken neue Monster versammelt haben. Ja, wo kommt die überhaupt immer her? Kann mir das mal jemand erklären? Die Knorrbüsche werden wieder aus dem Boden geschossen sein. Ein guter Abenteurer haushaltet mit seinen Kräften steht so, dass sie auch für den Rückweg reichen. Hm, wo kommen die Gegner eigentlich mit Rollenspielen wieder her? Ich meine, was für eine Geburtenrate müssen die haben? Geschwindigkeit und blablablub. 50 EP, hey, hey, gib mir her. Was für ein Fund! Oh ja, wie es glitzert und lockt. Ich weiß nur zu gut, was andere Abenteuer hinter meinem Rücken tuscheln. Aber das hier wird sie von Neid erblassen. Nein, zerplatzen lassen. Gold, zeckeweiß Gold. Und alles gehört mir. Mir! Das sind sogar Juwelen. Juwelen? Hast du etwas gesagt? Nichts, nichts. Ein schöner Fund. Herzlichen Glückwunsch. Bei den Göttern, ist das ein goldenes Schwert? Hast du auch nur die geringste Vorstellung, wie wertvoll so etwas ist? Ein goldenes Schwert! Mit dieser Beute kann ich mir alles kaufen. Alles! Nach all den müden und spärlichen Funden habe ich es endlich geschafft. Was ist das?
Schwierigkeiten. Warmes Blut kann riechen ich. Ein Geist! Mein Gold, das ist. Hat schon viel Blut gelockt, jetzt gefressen wird. Wie kann ein Geist essen? Das Gold! Dieses Ding lässt es nicht an das Gold! Du musst es verjagen, Gisulf! Worauf du einen lassen kannst! Kann ich den beklauen? Ich weiß nicht, was kann man den Geist beklauen? Klauen den Geist! Das erinnert mich jetzt an Guild Wars, wo ich einen Rauchphantom mit Mohammed totschlagen kann. Halt. Nicht so wirklich effizient, möchte ich mal sagen hier, ne? Oh Gott! Nein! Alter! Klingenwaffe. Was? So, nachdem eben erstmal das Spiel gecrasht ist, weil das Event-Skript irgendwas nicht finden konnte, hau ich dem Geist nur nochmal von vorne einen aufs Maul, also nochmal hier. Weil das habe ich ja nicht so ganz fertig gemacht. Yeah, und ich stelle erstmal wieder 150 Goldstücke und ich habe wieder vergessen, meine Waffe zu wechseln. Ich bin so staub. Was wollte ich jetzt eigentlich nicht nur machen, bevor ich... Naja, diesen stürzt er nicht ab. Sehr schön von ihm. Sehr nettes Spiel. Und das macht schon deutlich mehr Schaden als meine Wuchtwaffe. Auch wenn ich nicht ganz verstehe, warum eine Axt oder ein Beil mehr Schaden macht als ein Knüppel gegen einen Geist. Also ich verstehe die Logik dahinter nicht so ganz, aber... Gut, Logik in Rollenspielen, das ist eh zwei so Dinge, die nicht so ganz zusammenpassen. Und ich glaube... Krarr! Und wem so nicht auffallen ist, unten links ist ein sehr schönes Bild vom Zustand. Und ich glaube, ich kann noch einmal angreifen, bevor ich einen Trank trinke. Ha, brauche ich gar nicht mehr. Ich bin episch. 200 Erfahrungspunkte, 100 Gold und ach, Heiltränke, irgendwas. So schnell gibst du auf? Das war leichter als gedacht. Unruhe, Unruhe. Empor steigt etwas. Große Macht, ich spüre. Ich bin Yoda, ey. Das Blut wird an einen anderen fallen. Seufz. Oh. Ich weiß nicht, was das zu bedeuten hatte, aber es klang nicht gut. Ganz und gar nicht gut. Schnell, hilf mir, mein Gold hier herauszubringen. Dein Gold? Ja, mein Gold. Und nun pack es dir und hau mir den Rückweg frei. Also daher wieder Wind. Wenn du glaubst, damit durch. Nimm die Finger von den Waffen. Verräterische kleine Kröte. Yeah, Stachel. Ihr Götter. Das war's, ist tot. Was ist das? Das ist der denkbar schlechtere Zeitpunkt, hier auch noch Wurzeln schlagen zu wollen. Hey, was ist mit dem Gold? Was geschieht hier nun? Nur, wieso? Warum? Was? So. Nun kaputt. Was denn in diese Pelzknoll gefahren? Ha! Davon nimmst du Reis aus? Du großer Abenteurer? Vor kurzem hast du doch über diese Monster gespottet. Vor kurzem wurden die Grabschaufel auch noch nicht von unheimlichen Steindorn angezogen, Bengel! Was machen sie da? Ich habe so etwas noch nie gesehen. Lauf nur von deinem eigenen Fund davon, großer Schatzjäger. Meine Lehrzeit ist vorüber. Ja, funkle mir zu, mein glänzender Liebreiz. Von wegen, er habe keine Lehrer mehr nötig. Was ist mit der Lektion? Achte stets auf deinen Rücken. Gold, ströme in meine Taschen. Ja, mehr, mehr! Jetzt gibt's gleich Hackfleisch. Falls du es hier herausschaffen solltest, Jungchen, wirst du mich vor der Höhle treffen. Ich zumindest werde mich über ein Wiedersehen freuen. Bei den Göttern! Was ist mit deren Augen? Hahaha, Gold! Ein ganzer Berg davon! Und er gehört mir, mir! Ich muss mir das nicht mit ansehen! Ich weiß ohnehin, wie das gleich endet! Hackfleisch! Alter Brunnen! Hey, zurück mit euch, ihr Biester! Glaubt ihr, ein wenig Fell mit Zähnen jagt mir Angst ein? Da habt ihr euch! Ihr Götter! Mein Arm! Was? Verdammt! Ich hab's gewusst! Gisulf, Hilfe! Hilf dir selbst, gierige Kröte! Gisulf! Darf ich jetzt auch mal wieder was? Olla,
Jesus! Verschone mich mit deinem Gejammer! Niemand kann dir mehr helfen! Bei Talma, sie sind heran! Sie sind heran? Hä? Hä? Sie sind heran? Ich muss das Gute an der Situation sehen! Es hat einen anderen getroffen! Bei allen Göttern! Scheiße! Bei allen Gehörnten! Was ist das für ein fauliger Gestank? Talma, steh mir bei! Und auch ihr, meine Füße! Schnell, lauft! Keine Hektik hier verbreiten, Mensch! Ist doch bloß ein bisschen Nebel hier, ne? Sind Engel den ganzen Tag. Ich lief um mein Leben, doch so hurtig ich auch dem Ausgang entgegenrastere, die Waberfront holte auf. Der stinkende Nebel streckte seine wabernden Arme nach mir aus. Kälte kroch in meine Glieder. Schwere lastete auf meiner Brust, je mehr mich die Gase umhüllten. Meine Sicht wurde trüb, mein Geist taub. Ich hatte nur noch den Wunsch nach Schlaf. Doch als ich mich dem unheiligen Einfluss schon ganz hingeben wollte, sah ich den Ausgang. Mit letzter Kraft machte er einen mächtigen Satz auf das Freie zu. Fast war mir, als formte sich aus dem Nebel ein Heulen und Fletschen, als ich ihm entrann. Ich rannte, aller Schwäche trotzend, so weit mich meine Füße trugen. Dann wurde mir schwarz vor Augen. Oh, ich darf speichern. Und weiter. Nichts weiter. Das nächste, an das ich mich erinnern kann, ist, wie ich hier im Kahn erwachte. Und wie erklärst du dir dann, dass wir die Hexe bei dir fanden, Alter? Gar nicht! Es ist mir doch selbst ein Rätsel! Ha! Was für eine unglaublich praktische Märchengeschichte! Märchengeschichte? Aber damit wirst du deinen Kopf auch nicht aus der Schlinge ziehen. Denk dir etwas Besseres aus! Du dummer Verhöresel! Begreifst du nicht, in welche Gefahr wir alle... Schluss damit! Was du zu sagen hast, kannst du noch früh genug den glühenden Eisen anvertrauen. Achtung, Herr! Hier sind grimmige Jäger im Gehölz! Waage? Um diese Zeit? Zum letzten Mal! Weg von diesen Dornen! Hier ist etwas! Ein Warg! Wartet, Herr! Ich bin schon bei dir! Nein, Tankmar! Du sicherst auf dieser Seite unsere Lasttiere. Wieso greift er nicht an? Yeah. Was hat das Untier denn plötzlich für Augen? Ja, yeah, Kontaktlinsen, Baby. Steht er nicht rum, ihr beiden! Auf ihn! Ordenskrieger, beim Güldenen, was für ein Biest! Fasst euch! Ich habe die Güldengabe und werde euch schon heilen, wenn es notwendig ist. Sollt euch der Wag zu sehr zusetzen, zieht euch in die hintere Reihe zurück. Und nun konzentriert euch auf den Kampf und nicht auf eure Angst. Los! Ja, dann schlagen wir einfach voll fit auf. Hat hier irgendwie irgendwelche Special Moves? 120 HP als Gefährte, verblindet das rein und gibt eines selten. Okay. Dann würde ich sagen, wir knüppeln einfach wie bescheuert drauf. Das funktioniert sowieso in meinen Rollenspielen, ja. Ja, mangelnde Taktik gleichen wir einfach mit höherem Level aus, ne? Boah, das